Hallo, ihr Säpplinge da draußen. Willkommen an alle Zuschauer da vor dem Bildschirm. Ja, heute ist Sonntag und ihr wisst, heute kommen wieder eure Grüße. Da das aber diesmal so extrem viele sind, habe ich mich entschlossen, die diesmal zum Ende hin vorzutragen, damit wir hier nicht ewig rumhängen, bevor es losgeht. Wir machen heute weiter mit unserer Tiki-Bar und vielen Dank daran, dass ihr mir nochmal gesagt habt, hey, Kadi, die Masken speien doch Feuer. Ja, ja, da wird das Grammophon einfach wegschmelzen. Deswegen muss ich schauen, dass ich hier noch ein Tischchen hinstelle. Oberflächen. Oberflächen. Das ist unpassend, oder? Gibt es das auch in so einem rötlichen? Ist es zu rot? Ist auch noch zu rot? Das hier passt. So mag ich das. Ja, gefällt mir. Och Gott, das steht ja gar nicht da drauf. So steht's drauf. Macht man hier sowas hin oder macht man so richtig, wirklich, richtig, Partystimmung, das schwebt immer noch, oder? Es ist noch in der Schwebe. Aha, aha. Ich glaube, es war schon so. Was könnten wir denn hier noch machen? Elektronik. Was haben wir denn hier bei Sound? Bei Soundsystemen. Ja, wir könnten natürlich auch, wenn man hier jetzt so große Boxen hinstellen würde, dann würde ich das vielleicht wirklich tun. Was ist denn, wenn wir das hier... Müssen wir so ein bisschen tricksen. Ist vielleicht dann doch besser als... auch so rötlich. Ich glaube, dann bleiben wir hierbei. Das ist dann wahrscheinlich doch besser als das Grammophon. Das Grammophon hat Stil, ja. Definitiv. Aber ich glaube, für so eine... Lounge hier, so eine Party-Lounge, sind dann doch diese Lautsprecher besser geeignet. Ich hänge sie hier so an den Zaun dran. Ich glaube, das passt so ganz gut. Hier hinten pappen wir die einfach. Hier hin und so. Stromverbrauch interessiert mich nicht. Das ist ein Gemeinschaftsgrundstück. Was hängen wir da noch drauf? Och, ich habe eine Idee. Da könnten wir noch so ein paar Kerzen hinstellen. Für die gemütliche Stimmung. Wo sind denn die Kerzen? Hm. Hem, 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 hem. Wo sind denn meine Kerzen? Lalalala. Wo sind sie denn? Da. Sehr gut. So. Während ich jetzt hier baue, möchte ich euch aber mal noch so ein bisschen... den Mund wässrig machen, sag ich mal. Also es kam ja, also zunächst kamen sehr, sehr viele Anfragen, ob ich, wenn ich ja auf diesem Producer, aus dieser Producer-Präsentation zu Sims 4 bin auf der Gamescom, ob ich nicht da mal nachhören könnte wegen der Tiererweiterung. Momentan, habe ich auch schon mehrfach darüber berichtet, gehen ja sehr, 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 sehr viele Gerüchte um, dass Tiere eventuell bereits die nächste große Erweiterung sein könnten. Die zeitlich gesehen, wenn wir uns mal so an die Sims-Geschichte in Anführungsstrichen zurückerinnern, nenne ich es jetzt mal, welche dann streng genommen so in 2 Monaten erscheinen müsste. Also die großen Erweiterungspacks sind eigentlich immer im Halbjahresrhythmus rausgekommen. Von daher ist das schon mal vielleicht ein ganz interessanter Aspekt, den man... Ich überlege, sieht das was aus? Findet ihr das gut, wenn hier so ein bisschen der Lautsprecher auch verdeckt ist in der Hecke? Ist vielleicht sogar ganz cool. Ich weiß, es wurde schon kritisiert, dass ich immer alles so mit Pflanzen zubetoniere. Ich mag das irgendwie so gern. Ich bin so ein absoluter Pflanzenfanatiker. Ja, also die müsste ja bald kommen, um wieder zurück zum Thema zu kommen. Und ihr erinnert euch ja noch, ich hatte ja auch schon mal so eine Spekulationsfolge gemacht, da auf der
offiziellen Facebook-Seite zu Sims gefragt wurde, eben wie gesagt von offizieller Seite her, was denn für einen alles so zu einer perfekten Sims-Erweiterung, zu einer perfekten Tiererweiterung gehört. Da ging dann schon mal so ein, ne, so ein Aufhorchen, nenne ich es jetzt mal, durch die Sims-Community. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen recherchiert. Also ich will jetzt nicht, ich hoffe, ich mache euch jetzt nicht, erkläre euch das alles und im Endeffekt kommen dann gar keine Tiere, aber glaubt mir, da wäre ich auch ultra enttäuscht, wenn das hier jetzt tatsächlich alles nur ein Gerücht gewesen ist und sich von den ganzen Vermutungen, die ja wirklich auf diversen Seiten angestellt werden, nichts bewahrheiten würde. Am 10.10. letztes Jahr, also einen Monat nachdem das Spiel rausgekommen ist, wurde gefragt, wie es denn aussieht so in puncto Erweiterungen eben. Also da wurde nach verschiedenen Fragen, Sachen gefragt, wieder sowas in der Richtung wie Supernatural, wieder so eine Star-Erweiterung, da wurde auch nachgehört und nachgeforscht. Außerdem wurde auch gefragt, was die Leute denn von Wellness-Inhalten halten würden, vom eigenen Geschäft und von aktiven Karrieren, also wo man die Sims begleiten kann. Diese beiden Aspekte haben wir jetzt schon drin, Wellness und eigene Geschäfte, / aktive Karrieren. Stichwort an die Arbeit. Das ist alles schon integriert. Und ich muss hier mal gerade gucken, wie das aussieht, wenn Nacht ist. Ja, das ist schön. Das passt. Das gefällt mir. Könnte ich vielleicht sogar noch ein bisschen hier, sonst ist mir der Boden zu... bisschen zu hell fast. Nee, mache ich aber doch ein bisschen so weicher noch. Also die Inhalte sind ja mittlerweile schon reingekommen. Zunächst die Arbeitsinhalte und dann die Wellness-Inhalte. Nach der Tiererweiterung wurde gefragt am 9.4. dieses Jahr. Das würde auch ungefähr hinkommen. Also wenn ihr euch mal überlegt, am 10.10. wurde nachgefragt wegen den Erweiterungen. Wann kam an die Arbeit raus? An die Arbeit kam am 2.4. raus. Also 6 Monate danach. Am 9.4. wurde bezüglich Tieren gefragt. Das ist, ist ganz, ganz kurz nach Release von An die Arbeit gewesen. Und das heißt, es würde zeitlich auch wieder diese 6-Monats-Regel bestätigen. Also ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Regel. Das ist halt so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz, nenne ich es mal. Dass die Sims-Erweiterungen, die großen Packs eigentlich wirklich im Halbjahresrhythmus rauskommen. Das sind eben momentan alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, doch. Könnte interessant werden. Ich bin da ultra neugierig schon. Ich bin echt... ich will endlich wissen, was rauskommt. Also ich bin selber total... Ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Ich bin einfach total aufgeregt. Aufgeregt ist ein schönes Wort dafür. Weil... Es ist einfach... Tiere ist... Für mich ein verdammt wichtiger Teil. Ein sehr wichtiger Teil in Sims. War es seit Tierisch gut drauf, damals für Sims 1 rauskam und wird es auch immer bleiben. Das ist Fakt. Und können wir das hier einmal komplett rummachen? Yes! Oh, das ist optimal. Das ist superb. Und deswegen rede ich doch immer wieder drum. Also ich hoffe jetzt echt nicht, dass, wenn es nicht als nächstes kommt, hoffe ich, dass ihr dann nicht enttäuscht seid. Okay, ich werde auch enttäuscht sein, aber nicht zu enttäuscht. Kommen wir die Sims-Tiererweiterung garantiert. Denn da würde sich EA mit Sicherheit ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie das diesmal nicht bringen würden. Denn ich habe auch gesehen, dass... also auf der deutschen... Sims Homepage, also auf der deutschen Facebook-Page für Sims, sind es um die 570.000 Fans. Und diesen Tierpost haben circa 540.000 geliked. Also fast die komplette Facebook-Fan-Community hat den Tierpost geliked. Und ich finde, das alleine spricht schon Bände. Oder wie seht ihr das? Also ich bin da doch sehr, sehr guter Dinge.
Das hier ist jetzt ja so eine Spontanaktion gewesen mit diesem in Anführungsstrichen Wassergraben, nenne ich es jetzt mal. Ich finde das irgendwie cool. Brauchen wir hier nur noch ein paar Lampen. Aber irgendwie beleuchten, das ist ja auch. Also Lampe, weiß ich nicht. Den Namen trägt es ein bisschen zu Unrecht. Oder ich bin hier einfach zu dämlich, die einzubauen. Das kann natürlich auch gut sein. So, ich bräuchte jetzt hier vor mal... Ja, das ist gut. Ein bisschen größer, bitte. Nee, das ist das Falsche. Ja, das ist dann das da. Das da? Nee. Doch müsste dann das hier sein. Beleuchten wir das? Wer beleuchtet das mit Blau oder so? Blau, Rot, Gelb. Weiß ist ja normal. Ich würde sagen, wir machen hier vorne ein buntes Farbenspektakel hin. Oder sieht das nicht so aus? Sieht ein bisschen strange aus, oder? Obwohl, es soll ja so ein bisschen hier die Partymeile in Anführungsstrichen sein. Auf diesem eigentlich recht ruhigen Grundstück. Ja, aber auch hier interessiert mich dann wieder mal eure Meinung. Vielleicht sehe ich das ja auch alles ein bisschen zu positiv. Aber das sind eben auch mal so Sachen, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Die Zeiträume. Was ist bislang erfragt worden? Was ist bislang gekommen von den Sachen, nach denen schon gefragt wurde von offizieller Seite im Vorfeld. Das sind eben auch so Sachen, die ich immer relativ regelmäßig verfolge und mir da selber ein Bild mache. Bei mir ist es einfach recht wichtig, da immer so ein bisschen zumindest im Auge zu behalten, was könnte denn, was wäre denn, wenn so solche Sachen, also das ist... Aber ich denke mal, euch geht's da ja nicht anders. Ihr habt ja auch Hoffnung, was kommt. Und es ist einfach nur mal Fakt, dass solche Sachen wie eine Tiererweiterung, Jahreszeiten, dass sowas auch immer, dass das immer ganz, ganz hoch im Trend lag. Tiere gibt's seit Sims 1, Jahreszeiten seit Sims 2. Ich bin verdammt gespannt und mir fällt gerade auf, dass wir hier unten noch keine Beleuchtung im Pool haben. Das ist nicht schön. Guck mal, hier wollen wir hier so ein Lotusblatt auf den Grund machen. Im Sprungbereich. Das ist doch cool, oder? Boah, komm, das, weil das Becken so riesig ist, dass hier kein Licht kommt. Weil die Lampen einfach nicht ausreichen, um das alles anzustrahlen. Das kann natürlich sein. Nee, aber wie gesagt, ich mache mir da die ganze Zeit meine Gedanken einfach, weil ich es persönlich auch so sehr hoffe, dass sowas kommt. Das wäre einfach für mich so richtig, boah, Wahnsinn. So, hier möchte ich jetzt gerne so eine Begrenzung hinmachen. Ich bin nur am Überlegen. Ich glaube, die ziehe ich so. Muss man nur gucken, wie man das hier mit dem Fahren regeln. Den Fahren würde ich dann fast so hier hinstellen. Gut, dann geht er hier hinten aber auch so. Wisst ihr, wie wir es dann machen? Damit das nicht auffällt, dass der Fahren hier hinten durchgeht. Zack, platschen wir da auch noch einen hin. Hier würde ich dann gerne dieses Tor hinbauen. Dann machen wir sowas. Nee, das hier, das ist besser. Das ist eher der Stil. Jetzt brauchen wir hier auch nochmal so einen kleinen Weg. Machen wir da Sand. Ja, ich würde sagen, da machen wir Sand, oder? Was haben wir denn da? Da haben wir den hier. So. Weil dann haben wir hier das nämlich auch abgeschlossen, den Bereich. Haben aber trotzdem noch ein Türchen zum Grillplatz. Wo ich jetzt auch noch was hinbauen möchte, ist hier hinten. Hier will ich noch so einen kleineren Pool haben. So ein bisschen so ein... Ich will nicht sagen Partybereich.
Party wäre falsch. Party haben wir hier hinten schon. Nee, ich komme nicht drauf. Was wollte ich denn? Was will ich denn hier nochmal hinhaben? Wie heißt es denn? Ach, das gibt es doch nicht hier. Nicht chill out. Ach Mensch. So, hier mache ich so einen Zaun nochmal hin, als Abgrenzung. Ich möchte nicht, dass man von hier so direkt... Von hier kann man direkt auf den... Das ist kein Problem. Aber guck mal hier machen wir, glaube ich, auch nochmal so ein Tor hin. Dass das so ein bisschen abgetrennt ist. Ich will nicht, dass man hier so direkt zu den Klohäuschen gucken kann. Ich würde es nicht so schön finden, wenn ich jetzt hier ins Freibad gehen würde. So, dann macht man da nämlich so eine Tür hin, dann ist nämlich der Sanitärbereich so ein bisschen vom Rest abgetrennt. Hier hinten soll noch so ein ganz, ganz kleines Duschhäuschen hinkommen. Oder vielleicht mache ich die Duschen eher noch hier unten rein. Ah, nee, Duschen habe ich ja schon. Dann brauche ich ja gar keine mehr. Hehe. Das ist ja praktisch. Okay, hier soll wie gesagt noch so ein Badebereich hin. Hier haben wir das so ein bisschen, ja. Hinten zu den Toiletten könnte man vielleicht auch noch Mülleimer hinstellen. So, stellen wir da noch einen hin. Stellen wir da noch einen hin. Ist vielleicht in dem Bereich auch nicht unbedingt falsch, sowas noch zu platzieren. So. Jetzt will ich aber gleich auch mal schauen. So, hier ist meine Seite hier. Es ist heute einiges an Grüßen. Da möchte ich jetzt natürlich auch mal endlich noch zu kommen. Jetzt habe ich heute gar nicht so viel geschafft, wie ich gerne würde. Aber naja gut, ein bisschen weiter in die richtige Richtung sind wir auch wieder gekommen. Das bleibt da. Aber hier muss ich noch was ändern. Nee. Ich bin heute wieder so extrem perfektionistisch veranlagt. Nein! Falsche Wiese. Das da muss da hin. Das da. Und jetzt brauchen wir den da. So, genau. Ich möchte es ein kleines bisschen breiter haben. So. Ja, ich weiß, ich bin bei den Pflanzen. Ihr werdet mich wahrscheinlich dafür hassen. So, nee, also, was haben wir heute geschafft? Wir haben hier ein paar Lampen hingestellt, dass es besser beleuchtet ist. Wir haben hier hinten das noch ein bisschen verbessert und ein bisschen abgetrennt. Wir haben hier unseren Lounge-Bereich soweit fertiggestellt. Viel mehr möchte ich da gar nicht mehr reinmachen. Das reicht eigentlich, und ich möchte jetzt zu den Grüßen kommen, weil es sind, wie gesagt, verdammt viele heute. Und zwar gehen die von der Sheila Darkbear an die Elena Stardotter und die Sienna Lowberg. Von der Angelika an die Becky. Von der Lovelin an die Franzi Lea. Dann an die Emily Walk, die übrigens heute Geburtstag hat. Alles Liebe und gute Nachträge. Nachträge ist ja schon. Alles Gute und Liebe dir. Übrigens, schade, es geht nicht. Ich hoffe, du hast einen tollen Geburtstag. Dann außerdem liebe Grüße von der Mandy Diamondpaw an die Delilah. Oder Dalila, wie auch immer du ausgesprochen werden möchtest. Von der Lucy Herling an ihre Urlaubsleute hat sie geschrieben. Wahrscheinlich hat sie ein paar Leute irgendwie im Urlaub kennengelernt. Und an ihre beste Freundin, die Lynn. Von der Anna Risse an die Fabienne Carvin. Yannick Zock grüßt seine beste Freundin, seine BFF hat er geschrieben, Johanna Heinrich. Und seinen Namen hat er den Yannick Stamminger. So, jetzt baue ich erst gerade noch mal ein bisschen. Ich brauche jetzt erstmal. Wo sind denn hier? Da, das brauchte ich, genau. Das möchte ich hier gerne. Ach, es wäre schön, wenn ich das ganz groß kriegen würde. Also, dass das dann auch oben raus sprudelt, aber das geht leider nicht. Leider nicht. Mach mal hier so hin.
Hier soll es nämlich noch in einen Badebereich gehen. Hier geht es dann zum nächsten Pool. Und da fand ich das ganz cool mit diesem Brunnen. Auch da hat mich Fräulein Celine wieder inspiriert, von der ich ja schon erzählt hatte. Als ich das Sprungbrett gebaut habe. Ich bin gerade überlegen, was basteln wir denn da? Da basteln wir vielleicht... Passt. Ja, das passt, das passt. Wie sieht das aus? Ist auch schön. Das hier? Ist auch schön. Ich glaube, das ist dann doch noch mit am besten, oder? Oder machen wir das hier? Doch, wir machen das hier. Das ist irgendwie cooler noch. Gott, ich modelle schon wieder alles um. Nee, das passt nicht. Ich habe hier zu sehr... Und sag mal, wenn man im Malbuch nicht ordentlich malt, dann sagt man hier bei uns, dass man rumgemockelt hat. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Gemockelt. So. So. Ja, da müssen wir weitermachen. Dann geht's weiter mit den Grüßen von der Susanne Foxon an die Helena Bieberg, an die Xenia Kleißendorf, an die Corinna Tripp, an die Helena, die Geburtstag hatte und zwar am Freitag. Alles, alles Liebe und Gute, den nochmal nachträglich. Dann an Diana Herzberg, die Katharina Albrecht, die Emily Tela, Vanessa Holstein, Leo André Calado Reus, Julia Jessica Miesel, dann an die Katharina Martin. Jetzt mache ich erstmal ein bisschen weiter. Also es ist echt so viel heute, ist ja Wahnsinn. Also ihr wart sehr, sehr aktiv. Und ich habe einen Ohrwurm. Nee, das ist ein bisschen zu breit. Das passt mir auch nicht so ganz. Ich bin hier noch ein bisschen skeptisch, wie ich hier weiterbaue. So vielleicht als zweiten Pool. So als Spaßpool. Ja. Aber da würde ich jetzt wahrscheinlich wieder eher Fliesen drumrum setzen. Oder macht man da den Weg weiter drumrum? Ist jetzt ein bisschen schwierig zu entscheiden. Ich überlege jetzt gerade echt, dass hier eine Möglichkeit gibt, in auch einer anderen Farbe. Nee, schade. Nee, den finde ich nicht so gut dafür. Gut an sich, ja, aber nicht passend in dem Fall. Da muss man ja auch immer nochmal schauen, was passt jetzt hier gerade. Ich glaube, ich finde tatsächlich den hier dann am besten. Boah, aber da muss ich jetzt ein bisschen tricksen. Muss ich gerade doppelt und dreifach tricksen, fällt mir auf. Gibt es doch irgendwas? Guck mal hier, sieht so ein bisschen aus wie Wasser, oder? Nee, da würde ich vielleicht, aber vielleicht lieber kacheln. Hier sowas in der Richtung. Dass man so ein bisschen eine Begrenzung hat vielleicht. Nee, lassen wir bei dem Steinboden, beim normalen. Finde ich irgendwie dann schöner. So, wen grüße ich denn noch? Ich grüße noch die Marchi Official. Die Angelika Land grüßt ganz lieb ihre Schwester Franziska. Sie meinte, ich soll es unbedingt dazu sagen, weil sie sonst nie im Leben glauben würde, dass sie gegrüßt worden ist. Dann die Aisha Tarim, den oder die Jona. Ich habe nicht raus, da stand nichts bei, ob du männlich oder weiblich bist. Ich habe noch geschaut, weil ich mir selber unsicher war. Und da habe ich noch rausgefunden, dass Jona wohl sowohl männlich als auch weiblich sein kann. Dann
Nächste Seite. Die Emma Stockklauser grüßt ihren manchmal nervigen Bruder Max, wie sie geschrieben hat, ihre Cousine Eva Zink und die Julia. Dann noch liebe Grüße an Diana Sommer und an die Amelie Böhnke Böhnker. Und ganz zum Schluss noch, Day hat drunter geschrieben, dass er und Ellie mal gegrüßt werden wollen. Und das mache ich natürlich gerne. Manche von euch kennen sie vielleicht. Sie sind tatkräftig immer wieder im Stream mit dabei, als Moderatoren im Chat, um auch auf eure Fragen einzugehen und Fabi ein bisschen zu entlassen oder mich, je nachdem, wer gerade streamt bzw. im Chat ist. Also möchte ich hier auch ganz gerne dann wirklich die beiden mal grüßen. Also liebe Grüße sowohl an Day als auch an die Ellie und vielen, vielen Dank, dass ihr uns da immer so unter die Arme greift und uns helft und unterstützt. Das ist echt super angenehm. Weil ansonsten wäre es manchmal doch schon ganz schön stressig. Muss man schon sagen. Das ist, wenn man natürlich dann so vielen antworten will und ich meine, man hat ja auch nur zwei Hände. Das ist dann schon mal ein bisschen komplizierter. So. Aber das waren dann auch die letzten Grüße für heute. Ich will hier trotzdem noch... Hier fände ich es irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht mal warum. Wenn ich hier so einen weißen Zaun ziehen würde. Ich kann nicht sagen, warum. Das ist verrückt. Aber irgendwie gefällt es mir so gut. Das ist ja blöd, dass ich das hier... Naja, nicht schön, aber selten. Vielleicht ist das mit den Büschen hübscher. Nee, so ganz bin ich da noch nicht mehr zufrieden. Da muss ich noch ein bisschen was tricksen. Notfalls muss ich sie auch doch gerade machen. Da mache ich den Eingang irgendwo hier oben hin. Das weiß ich noch nicht genau, da muss ich noch ein bisschen ausprobieren. Aber ich möchte mich jetzt wirklich erstmal hier von euch verabschieden. Denn die Folge ist eigentlich schon wieder viel, 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 viel zu lang. Das ist Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, jetzt, weiß ich, fast 40 Minuten aufgenommen. Das ist wahrscheinlich zu viel, aber trotzdem war die Folge extrem lang. Deswegen möchte ich mich jetzt hier an der Stelle von euch verabschieden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Nicht nur gerne, ich bitte auch wirklich darum, dass ihr in die Kommentare schreibt, was ihr jetzt hier von dem bisherigen weiteren Fortschritt haltet. Und was ihr von meinen Mutmaßungen auch bezüglich von Release-Datum und Zusammenhänge von Umfragen und möglichen, wie gesagt, Tagen, Release-Dates, was ihr davon haltet. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder und dann gucken wir, dass wir Emi mal noch weiter stopfen, dass sie ein bisschen zunimmt. Okay, ihr Lieben, dann bis morgen. Tschüss.